Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Crash Bandicoot Warped. Ja, wir beginnen dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar ist direkt beim vierten Stage. Mit ein paar kleinen Frame-Einbrüchen, wie ich gerade merke. Aber das wird schon irgendwie gehen. Hoffe ich doch mal. So. Ja, bei diesem Level gibt es eine schöne Sache. Einfach mal hingehen und wir haben schon ein paar schöne Kisten mehr. Könnten jetzt theoretisch. Nee, nicht nur theoretisch. Wir haben genug Leben, also machen wir das mal jetzt gleich mal. Und zwar gibt es hier auf der Seite einen. Einen Edelstein. Den wir uns doch direkt gleich mal holen können. Ne, hier gibt's Leben. Okay. Und das war jetzt, glaub ich, ein Fehler. Dreck. Na egal. Wir holen uns die Leben und. Hauen gleich mal wieder ab. Da das gerade ein doofer Fehler war. Na egal. Gehen wir halt noch einmal hinein. So. Hatte ich das Ganze wohl doch komplett falsch in Erinnerung? So. Hier dürften wir theoretisch, wenn ich aufpasse, auch alle 105 Kisten bekommen. Ob ich das jetzt schon mache oder nicht, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir dann bei Kisten, die etwas schwerer zu erreichen sind, was weiß ich und so. Ja. Also ich hab, verdammt, schon wieder eine Feder. Eine Maske, das ist doch doof. Ich hab geplant, dass. Ah, geht doch. Bis zum Endboss kommt, das dürften wir in der Stunde jetzt theoretisch schaffen. Ohne Probleme, wenn ich das. Wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne, weil es sind da bloß noch zwei Stages und die Missionen sind in der Zeit auch eigentlich ziemlich gut schaffbar. Und da sehe ich eigentlich kein Problem darin, dass wir das nicht schaffen. Drüber. Und tschüss. So, glaub. Ja. In dieser Stage gibt's wieder ein Level, wo man halt den Kristall nur durch die Secret Stage erreichen kann. Wenn wir bei dem Level angekommen sind, werde ich dazu was sagen. Und ja. Wird man ja sehen. Beziehungsweise dann hören, wenn ich sage. So. Und weg. Perfekt. Dabei gibt es hier auch wiederum eins oder. Nee, warte mal. Kurz überlegen. Ja, ich glaube, ein Stage, der mir auch wieder ganz besonders gefällt. Ach, noch gehabt. So. Hoppala.
Und die Hälfte der Kisten haben wir doch sogar schon erreicht. Weg. Schön. So. Und ab ins Bonuslevel. Okay. Das ist wenigstens noch das einfache Bonuslevel. Und an dieser Stage gibt es ein Bonuslevel, was ziemlich böse ist. Das wird man dann sehen. Ich werde es auch zeigen, warum das so böse ist. Na, so. Und weg. Perfekt. Und schon das nächste Leben wieder. Und ein paar kleine Lachs. Und weg. Und wieder ein paar Affen, die uns unendlich Äpfel geben würden. Und eine doofe Wand, die ich nicht... Ups. So. Geh kaputt. Sehr schön. Wieder so ein Heini. Ich mag diese Heinis nicht. Sehr schön. So, ich muss das Ding aufmachen. Und hast du gerade einen Edelstein bekommen. Ist doch auch eine praktische Sache. Ich nehme die Maus mal aus dem Bildschirm. Das sieht doch sonst wieder doof aus. Das ist mir jetzt was letztens beim Rennen anschauen aufgefallen. Ja. 66 Leben. Ein leichtes Level. Ja, machen wir das doch gleich mal. So ein ähnliches Level gibt es dann auch beim Endboss. Meiner Meinung nach ist das etwas der schwerste Boss von den ganzen 5, die es hier gibt. Das liegt daran, dass der auch am meisten Leben hat, beziehungsweise auch einfach zu treffen ist, beziehungsweise auch ziemlich viel Schaden macht. Da man dann, wenn man hier bei diesem Level sieht, die Prozente aller Zahl an, ja, nennen wir es einfach mal eben, die das Flugzeug oder später dann hat. Und der Gegner auch ziemlich viel Schaden und richtig und halt durch die große Anzahl an Leben, das dann halt sehr erschwert wird. Es hat jede Möglichkeit gibt, wieder auf 100% zu steigen, wie da oben. Okay, dann ist es anscheinend. Hab ich geschafft. Genau. Jedenfalls gibt es dann keine Möglichkeit, die Rüstung jetzt das Leben wieder auf 100% hochzubringen. Sie regeneriert sich nicht, also muss man da aufpassen. Vorsichtig sein. Und ja. Wird aber alles machbar sein. Wird man auch gleich sehen. Da wir den Stage zur Hälfte ja auch schon wieder durch haben. Daher dürfte es keine Probleme geben. Das Bienenvieh hat noch ein bisschen durch und ich denke, dass wir in dieser Aufnahme den ersten Stage auch schon zu 100% durchspielen werden. Sprich,
die Edelsteine komplett. Ach nee, es geht ja gar nicht komplett. Fällt mir gerade so ein. Und die Zeitrennen schon komplett zu schaffen. Bis auf ein Level. Das könnte man ein bisschen umsetzen, dass man es. Ja, okay, den ersten Stage schaffen wir zu 100% heute durch. Also den auf 100% zu kriegen. Ob man auch weitere schaffen, das weiß ich nicht. Falls. Versuchen wir mal so weit wie möglich zu kommen. Wir werden ja sehen, wie weit wir kommen. Voilà. So. Ich hoffe jedenfalls, dass es in deinem Video nicht allzu sehr hängen wird. Ich denke mal. Da hat man manche Sachen, die ich jetzt hier persönlich nicht habe. So dürfte das theoretisch angehen. Lass mich vorbei. So. Das war knapp. Ich denke. Nicht gedacht. ich denke, wenn wir dann den Teil fertig sind, die 100% durch haben, vielleicht schon noch, vielleicht schon die das war so jetzt echt nicht geplant. Jedenfalls, wenn wir die 100% durch haben, entweder mit dem ersten oder dem zweiten Teil schon beginnen, weiterspielen, keine Ahnung. Vielleicht sogar den zweiten Teil direkt. Ich weiß es nicht. Das wird man ja sehen. Diesmal achte ich darauf, diesen doofen Kristall zu holen. Da ich den jetzt überhaupt nicht gesehen habe, wo ich den vergessen haben könnte. Komisch. Und wieder vorbei. Doof. Wir folgen weiter der Strecke auf der Hoffnung, dass wir diesmal diesen Kristall finden. Sehr schön. Es kann wenigstens nicht mehr so viel passieren, während ich nach dem Kristall Ausschau halte, da ich den doch schon vermisse, da ich gerne wüsste, wo ich den jetzt übersehen habe. Hier ist dieser Typ schon im Wieder. Ach, da ist er. Okay. Jetzt haben wir ihn. Wie konnte ich den Bus jetzt übersehen?